So, sitze ich richtig? Alles drauf? Ich hoffe zumindest. Die Kamera hier hat nämlich kein Klappdisplay, was man nach vorne klappen kann. So kann ich mich jetzt also nicht sehen und muss das einfach mal ausprobieren, ob das der richtige Bildausschnitt ist. Also okay, dann können wir ja mal anfangen. Hallo liebe Modellbahnfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Update über meine H0 Modellbahnplanung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und bis gleich. So, ich habe mir jetzt die ersten beiden H0-Loks gekauft. Ich habe sie gebraucht bei eBay ersteigert. Und um sie zu testen, musste ich mir zwei Anschlussgleise besorgen. Denn ich habe mich immer noch nicht für das Gleissystem ganz entschieden, obwohl ich inzwischen mehr zum Fleischmann-Gleis tendiere. Also habe ich mir ein Anschlussgleis für das Fleischmann und für das Rocco Geoline-Gleis gekauft. Hier und hier. Und um diese Loks mal zu testen. Und ich habe die Teststrecke jetzt mal aufgebaut und werde die Loks mal testen. Es ist also eine Baureihe 23 von Rocco mit einem eingesetzten Lokführer sowie eine E41 in Grün von Pico. Die Baureihe 23, die hatte ich schon mal so besessen mit dem Lokführer. Die E41 hatte ich damals allerdings von Rocco gehabt. So, auf geht's. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ja, sie fährt. Die Lichter brennen vorne. Und die Lichter brennen auch hinten. Fährt sehr schön vom Pico. Die Trafos habe ich noch von meiner N-Anlage und die werde ich da auch behalten können. So, jetzt kommt die Dampflok an die Reihe. Oh, was sehe ich da? Die Treibräder und das Gestänge bewegen sich nicht. Die Lok fährt, die Lichter brennen nicht, immer noch nicht. Und das Gestänge mit den Treibrädern bewegt sich überhaupt nicht. Die Räder rutschen einfach so über die Gleise. Ich könnte jetzt die Lok zurückschicken. Ich habe Rückgaberecht. Aber mit dem Lokführer bekomme ich die so selten, diese Ausführung mit dem Lokführer. Vielleicht werde ich sie reparieren lassen. Ja, vielleicht, liebe Community, weiß ja von euch einer Rat, wie man das beheben kann, obwohl ich das wahrscheinlich selber nicht beheben kann. Ich zeige euch das nochmal, ich versuche euch das nochmal in Großaufnahmen zu zeigen, damit das jeder sehen kann. So, ich hoffe, das kann man jetzt besser erkennen. Ich fahre mal ganz langsam. Sie fährt eigentlich wunderbar, wunderbar langsam. Ich kann also noch langsamer fahren. Jetzt mal zurück. Für eine Analoglok fährt sie sehr schön langsam. Und jetzt noch einmal schneller. Ich dachte, wenn ich sie mal richtig Gas gebe, auf dem kleinen Stück kann ich das ja nicht groß, aber dann würde sich da irgendwie lösen. Vielleicht hat sich da irgendwas eingeklemmt oder ist verharzt. Das kann natürlich sein. Ich denke mal, ich höre jetzt auf, das wird für die Räder sicherlich nicht gut sein, wenn sie da über die Schienen gleiten, ohne zu rollen.
So, bevor ich meinen Testaufbau wieder demontiere, zeige ich euch nochmal die E41 von der Seite und versuche auch mal ganz langsam zu fahren. Ja, sie fährt auch wunderbar leise und langsam. Für eine Analog-Lok ist das auch bemerkenswert. Also die Pico E41 ist in Ordnung. Da brennen auch die Lichter vorne und hinten, jeweils in Fahrtrichtung weiß oder rot. Und die fährt sich auch sehr schön, sehr laufruhig. So, da ich jetzt wieder auf H0 umsteigen werde, also zurückkehren werde zu H0, kann ich auch endlich wieder meine H0-Autosammlung zum Einsatz bringen. Sie hat jetzt 5 Jahre im Schrank verbracht und jetzt kann ich sie auf der neuen Anlage wenigstens teilweise einsetzen. Ich habe das mal ein bisschen sortiert nach Herstellern. Hier links ist die, fangen wir hier oben an, das Edeka-Auto, der Lieferservice für meinen Edeka-Supermarkt. Dann hier ist ein BMW, den hatte ich mal geschenkt bekommen. Dann ist hier die Opel-Ecke, die alten Opel-Kapitäns, Olympia, Rekord. Bis hierhin geht das. Bis hierhin, dann ist hier die Volvo-Ecke. Hier ist die Smart-Ecke. Hier hinten ist die Volkswagen-Ecke. Hier ist Mercedes. Und kommen wir hier wieder nach vorne. Hier ist die Peugeot-Ecke. Dann haben wir hier die neueren Audis, hier sind die Polizeifahrzeuge, Taxis, hier sind verschiedene Mini und hier sind die russischen Fahrzeuge. Und ein Ford Mustang ist hier. Was haben wir hier noch? Ja, jetzt kommen wir mal zu den, hier vorne sind die Linienbusse, die modernen. Die alten Linienbusse hatte ich damals leider verkauft. Die habe ich jetzt leider nicht mehr. Jetzt kommen wir zu 3 Fahrzeugen oder 4 Fahrzeugen. Auch hier ist ein Mercedes A-Klasse. Die gehört natürlich hier zu den Mercedes-Nähen. So. 3 besondere Fahrzeuge. Das ist einmal hier der Radarwagen. Ich zeige ihn mal etwas näher. Der Radarwagen. Den habe ich so erlebt, als ich 1977 in Ost-Berlin war, stand er unter den Linden und blitzte die Autos. Das ist also ein Lada 1500, wie er damals in Ost-Berlin und in der DDR oft anzutreffen war, bei uns übrigens auch. Er war nämlich ein Ableger des Fiat 125. Also einen Radarwagen, den kann man auch heute noch gut einsetzen. Dann ist hier eine Fahrschule. So, stellen wir scharf. Eine Fahrschule. Hier habe ich ein Postfahrzeug. Das kann ich gut für mein großes altes Postamt benutzen. Und dann habe ich hier noch einen Hochzeitswagen für das Brautpaar. Jetzt ist es scharf. Und hier hatte ich noch vergessen zu erwähnen, hier ist Auto Union DKW, Volvo, ist alles hier Volvo und dann hier ist Ford. Und hier Fiat und hier der Austin. So, das waren alle meine Wagen. Zum Teil werde ich sie einsetzen können. Wenn ich die Epoche 6 mache, dann kommen natürlich vor allen Dingen die neuen Fahrzeuge zum Einsatz und die alten nur als Oldtimer, vielleicht auf dem Marktplatz bei einem Oldtimer-Treffen. Und wenn ich Epoche 3 oder 4 mache, dann kommen natürlich ausschließlich die alten Fahrzeuge zum Einsatz. So, jetzt schwenke ich nochmal über die Fahrzeuge, damit man die weiter hinterstehenden auch mal etwas größer erkennen kann.
Hier nochmal die drei Polizeifahrzeuge. Aus unterschiedlichen Bundesländern sind die und zwei Taxis. So, ich hatte mich gestern noch an meinen Händler gewandt wegen der Lok. Und er hat mir auch sofort geantwortet und schreibt, ich lese das mal vor, falls man das hier nicht so gut lesen kann. Alle unsere Loks werden von uns getestet und da lief die Lok einwandfrei. Verharzt kann sie nicht sein. Vermutlich hat sich beim Transport etwas an der Steuerung verbogen. Sie können die Lok an uns zurücksenden und wir reparieren sie dann für Sie. Mit freundlichen Grüßen. Ja, dann ist ja wohl alles geklärt, dann werde ich die Lok einschicken und hoffentlich eine voll funktionierende zurückbekommen.